Hallo ihr Lieben, der neue Mondmonat ist da und mit ihm natürlich auch eine neue Begleitung. Diesen Monat ist mit uns das Öl Forgive, also Vergebung, Vergeben. Und enthalten sind ganz viele Bäume. Wir haben da Fichte drin, wir haben den Wacholder drin, Gummiharz, Lebensbaum, Notkerbaum. Dann haben wir Thymian, Bergamott, Zitronengras und Myrrhe. Genau. Das ist ein Öl, was sich, wie man die einzelnen Komponenten schon merkt, ein bisschen, vielleicht für manche schwer, aber auf jeden Fall voll anriecht. Und was aber vom Gefühl her ein ganz leichtes, glucksiges, freudiges Gefühl gibt. Genau, was es macht, es hilft uns wirklich zu vergeben, zu vergessen. Also zu vergessen insofern, also dass wir es bewältigen, was passiert ist. Es hilft uns mit all diesen negativen Gefühlen, mit denen wir Probleme haben, also mit Wut, aber auch mit Schuld, Ungeduld, wenn wir zu kritisch sind, nachtragend, wenn uns etwas nicht loslässt, wenn wir zynisch sind vielleicht und leicht verurteilen. Dann hilft es uns, diese Gefühle zu wandeln in positive Kräfte. Und diese positive Kraft hilft uns dann, vorwärts zu kommen. Warum Vergebung? Was mir in den letzten Wochen eben und vielleicht euch auch aufgefallen ist, bei all dieser Arbeit, sind wir oft die grausamsten Richter über uns selbst. Wir sind oft diejenigen, selbst wenn wir Schreckliches erlebt haben, die daran festhalten, uns das immer und immer wieder auftischen. Wir sind auch diejenigen, die uns oft zu viel Schlimmerem verdammen, als allein das, was wir erlebt haben. Und ja, das heißt, nochmal zu überlegen, diese Hölle kommt nicht von irgendeinem Gottvater oder so, sondern die Hölle schaffen wir uns selber. Davon bin ich fest überzeugt. Und um dieser Hölle zu entgehen, die sich in uns und um uns kreiert, wenn wir in diesen Gefühlen unerlöst feststecken, in diesen uralten Themen, die vielleicht noch nicht mal nur uns, sondern vielleicht unsere ganzen Ahnen auch betreffen, da hilft uns Vergebung. Und da gibt es sehr schöne Vergebungsrituale, wie die von Hawaii, das Ho'oponopono. Und ja, und das Vergif hilft uns dabei. Also das Vergif ist super, um dich zu befreien von den negativen Gedanken und um dich freier in deine Zukunft zu bringen. Und das ist genau das, was wir diesen Monat brauchen für unsere Träume, für unsere heilenden Träume und dafür, dass wir mehr und mehr unsere Träume hier auf die Erde bringen, sie materialisieren, in unser Leben ziehen und ja, in dieser Fülle mehr und mehr leben können als unsere Schöpferwesen, die wir sind. Genau. Es bringt wirklich eine ganz freudig glucksende Energie, also Zufriedenheit, in Frieden mit sich selbst sein und liebevoller sein, Verständnis für uns selbst aufbringen. Genau, das ist, glaube ich, der Schlüssel in dieser Zeit. Anwenden kannst du es am besten, indem du es auf deinen Herzbereich bringst oder eben in die Handflächen. Also hier so mittig, weil die Handflächen sind auch wieder dem Herzen zugeordnet. Du kannst es auch auf die Pulspunkte aufbringen und natürlich riechen, wenn es dir gefällt. Genau. Ja, und so wie die Sonne jetzt auf mich runterscheint, meint das Forgive, es bringt es praktisch den Sonnenschein wieder in dich. Und die Sonne heilt praktisch ja auch unsere alten Wunden, indem sie sie mit wunderbarem Licht erfüllt. Und dieses Licht ist praktisch gesegnet von Himmel und Erde, da es durch viele Baum- und Pflanzenwesen kommt. Okay, soweit. Ich hoffe, das hilft dir. Gib mir gerne Feedback. Und ich freue mich, wenn du die Öle erkundest und oder es dir auch selbst zusammenmischt, wenn du andere Öle hast. Genau. Falls du Interesse hast an den Ölen und da mehr wissen willst, dann melde dich gerne. Ich berate dich gerne und teste auch deine eigenen Öle für dich aus. Gut, bis dann. Tschüss.